Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Let's Game Dev News. Heute wirst du ein paar schöne Tools, Webseiten sehen und wir werden uns über NFTs in Videospielen unterhalten. In der nächsten Godot Version 3.5 wird das Navigationssystem Einzug erhalten, welches wir letztes Jahr schon für die zukünftige Version 4 bewundern dürften. Dabei kann das Pathfinding auch auf dynamische Objekte besser reagieren und so ein besseres Verhalten der Gegner und NPCs ermöglichen. Weiterhin werden alle Shader nun am Anfang kompiliert, was die nervigen kleinen Ruckler behebt, die aktuell noch auftreten, wenn ein Objekt mit einem neuen Shader zum ersten Mal im Bild auftaucht. Auf der Seite poly.pizza kannst du völlig kostenlos Low-Poly-3D-Modelle herunterladen und für dein Spiel verwenden. Denn alle auf der Seite zur Verfügung gestellten Modelle stehen unter der Creative Commons License. Du musst also nur darauf verweisen, wo du es her hast und ob du daran noch herumgewerkelt hast. Viele Modelle haben sogar Animationen und eignen sich so bereits super für Game Jams oder Prototypen. Mit Tilemap to Tileset seid ihr in der Lage, aus Bildern einzelne Kacheln herauszufiltern und so die automatisch in ein Tileset zu pressen, welches ihr dann verwenden könnt, um eure Maps zu erstellen. Das kann sehr nützlich sein, falls ihr eure eigenen Tilesets verloren habt oder ein Fangame produzieren wollt. Auch lassen sich einige Filter direkt im Programm anwenden, um so zum Beispiel einen Gameboy-Look hinzubekommen. Die Links findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung. Hallo zusammen, mein Name ist Patrick und ich arbeite in meiner Freizeit an einem Massive Multiplayer Online-Shooter. Dort betreten Spieler über Landungskapseln zufällig das Schlachtfeld. Spieler können auch Fahrzeuge wählen, wie zum Beispiel einen Kampfpanzer. Der wird mithilfe eines Transportflugzeugs zum Schlachtfeld gebracht. Die Map ist momentan 64 Quadratkilometer groß und Spieler landen dort an zufälligen Positionen. Spieler zu Fuß können sich von Fahrzeugen transportieren lassen, um schneller Kontrollpunkte zu erreichen, die sie dann einnehmen und verteidigen müssen. Spieler können dann, statt zufällig auf der Map zu spawnen, direkt in der Nähe eines eingenommenen Kontrollpunktes landen. Hier mal ein paar Ausschnitte aus dem ersten Testspiel über den Cloud-Server. Anschließend, nach diesem Clip, zeige ich euch ein paar Highlights vom ersten großen Testspiel mit komplett neuer Optik und momentanen Stand der Entwicklung. Ich nutze dieses Projekt vor allem als Sprungbrett, um endlich in die Games-Branche als Vollzeitentwickler einsteigen zu können. Ich möchte meinen Hauptberuf als Bauzeichner aufgeben und endlich meinen Traum verwirklichen, an den ich seit 20 Jahren hänge. Ich habe mich im Januar dieses Jahres angefangen zu bewerben und auf Social Media Kanälen vorgestellt. Das Feedback, was ich zu meinem Projekt bekam, war überwältigend. Ich habe zudem jetzt 2 Vollzeitstellen in Aussicht, in marktführenden Firmen auf ihren Gebieten. Und auch in der Freizeit arbeite ich zukünftig als Freelancer an einem großen Projekt, das ich durch meine Bewerbung an Land gezogen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. In den letzten Wochen haben wir weiterhin am zweiten Dungeon gearbeitet. Das Tileset ist nun fast fertig und auch ein neuer Gegner hat es ins Spiel geschafft. Der fliegende, feuerspuckende Wurm. Ja, diesem kann ein Polygon zugewiesen werden, welches ihm sagt, innerhalb welches Bereiches er sich bewegen darf. Die kleine rote Linie, die ihr seht, die sagt uns gerade, in welche Richtung er will.
Sollte das Ende der roten Linie außerhalb des Bereichs sein, rotiere ich die Richtung so lange, bis sich die rote Linie wieder innerhalb des Polygons befindet und so erhalte ich ein einigermaßen organisches Flugverhalten. Außerdem gab es nun zum ersten Mal Gehalt. Das Kickstarter-Geld wird nun also endlich in die Hände von Kim und Techel kommen und sie werden für ihre tolle Arbeit entlohnt. Ein Glück hat unser Steuerberater kein Problem damit gehabt, mir alles idiotensicher am Telefon zu erklären. Und jetzt arbeiten wir weiter am Dungeon. Sie sind in aller Munde und eigentlich hassen sie alle. NFTs. Kaum ein anderes Buzzword wird so durchs Dorf getrieben wie die digitalen Zertifizierungen. Aber zu Recht, sind NFTs in Videospielen nicht viel sinniger als zum Beispiel im digitalen Kunsthandel? Ich denke, NFTs sind für einige Spiele bzw. Spielökosysteme sinnvoll. Lass mich dir das anhand eines Beispiels erklären. Nehmen wir an, es gibt ein Spiel Super Fashion Fighter 5 und für besondere Leistungen wie Turniergewinne gibt es einen lustigen Hut zu gewinnen. Dieser Hut wird nun auf deine Wallet als NFT eingetragen. Die Wallet fungiert hier sozusagen als unfälschbare Sammeltruhe. Meldest du dich nun woanders an dem Spiel an mit deiner Wallet als Zugangsschlüssel, kann das Spiel direkt verifizieren, welche NFTs und somit welche Items du besitzt. Soweit so lame, denn das alles könnte man auch mit einem Oldschool-Account-System mit angebundener Datenbank hinbekommen. Es gibt also noch keinen echten Mehrwert. Und jetzt wird es ein bisschen wirr. Was sind denn nun wirklich die Vorteile und die Möglichkeiten, Items per NFT zu verifizieren? Zunächst ist die Blockchain, auf der der NFT läuft, im Gegensatz zur Datenbank immer komplett öffentlich. Das heißt, dass Webseiten zum Beispiel listen können, wer welche coolen Items besitzt oder andere Spiele können die Informationen nutzen, um denselben Token zu verwenden, um in ihrem Spiel etwas anderes freizuschalten. Oder sie bauen den gleichen Hut nach und dann ist der Hut da auch drin. Hier kann echter digitaler Besitz sehr kreativ umgesetzt werden, und zwar firmenübergreifend und spielübergreifend. Ein weiterer Vorteil ist die Verlustsicherheit. Wenn bei Fashion Fighter 5 die Server abkacken und die Datenbanken gelöscht werden, wäre dein Hut einfach weg. Selbst wenn du dafür Geld bezahlt hättest. Die NFT-Variante ist dezentralisiert und ist damit in etwa so schwer zu töten wie Cell aus Dragon Ball Z. Was aber, wenn Fashion Fighter 5 aus Kostengründen eingestellt wird und niemand es mehr spielen kann? Der NFT existiert dann weiterhin und auch könnte man in anderer Software, in anderen Spielen oder Webseiten ihn nutzen. Für Fashion Fighter 5 ist er aber schlicht wertlos. Das heißt, wenn die NFTs nur in Fashion Fighter 5 genutzt worden wären, dann hätte es auch ein Datenbanksystem mit Backup gekonnt und einen echten Mehrwert gäbe es mit NFTs nicht wirklich. Der letzte Vorteil, den ich hier aufführen möchte, ist der, der auch am meisten missbraucht wird und wegen dem NFTs als Hype und Unfug verschrien sind. Ownership. Du kaufst ein NFT eines Bildes? Nee, eher den Link zu einem Bild, weil das ganze Bild ja gar nicht auf die Blockchain passt, ohne enorme Kosten zu verursachen. Und jeder kann per Rechtsklick speichern und da ja auch das Bild selber haben und abspeichern. Und genau dieses offensichtlich unsinnige Konstrukt lassen NFTs so unnötig erscheinen. Der Hintergrund ist meiner Meinung nach, dass 99% der Menschen den Wert eines NFTs überhaupt nicht einschätzen können. Ich habe hier mal drei NFTs vorbereitet. Der erste hat zum Inhalt, der auf der Blockchain gespeichert wird, nur einen Link zu einem Bild auf einem Server. Der zweite hat einen Link zu einer Datei auf einem IPFS und beinhaltet die Rechte, aus diesem digitalen Bild ein Poster zu machen und es frei für Werbezwecke benutzen zu können. IPFS ist ein dezentralisiertes Filesystem, das das Problem lösen soll, welches das erste NFT hier hat, dass man ja einfach die Datei löschen könnte. Das wäre dann nicht mehr so ohne weiteres möglich. Und unser drittes NFT ist ein rechtskräftig gültiges Zertifikat für den Besitz eines Hauses. Jetzt, da du diese verschiedenen Inhalte der NFTs direkt nebeneinander siehst, wirst du sicher schnell merken, dass der erste an sich ziemlich wertlos ist. Weil viele aber keine Ahnung haben und nur auf dem Hype surfen wollen, um dabei zu sein, erhalten diese eigentlich inhaltslosen NFTs dennoch einen hohen Wert. Der zweite NFT ist nicht nur sicherer, was seine Datei anbelangt, sondern sichert dir sogar noch Rechte der physikalischen Reproduktion. Und wenn nun die Polizei kommt und fragt, ob du überhaupt die Rechte hast, diese Poster zu drucken, kannst du das mit dem NFT in deiner Wallet beweisen. Dieser NFT ist also mit einem echten Wert verknüpft und sollte dementsprechend viel mehr Geld einbringen beim Verkauf.
Das dritte NFT ist ein bisschen komplizierter, denn im Grunde könnte man so ein Haus verkaufen und das NFT sogar dafür nutzen, um ein elektronisches Türschloss aufzumachen. Dazu müssten aber wahrscheinlich einige Gesetze abgeändert werden, da die Kontrolle vom Staat in die Blockchain wandern würde. Zusätzlich müsste man die Wallet, die ja an sich anonym ist, registrieren und das kann man nicht wirklich einfordern. Weiterhin wird es schwierig, wenn der Wallet-Besitzer unverhofft verstirbt und niemand kommt mehr an die NFTs ran. Was dann? Dafür müsste es viele neue Gesetze geben, aber technisch wäre es möglich, Eigentum und Rechte an NFTs dezentralisiert zu knüpfen. Du siehst also, es gibt richtig sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für NFTs, aber du kannst dir sicher sein, dass 99% aller NFTs Schrott sind und dass die coolen NFTs im Videospiel nur da sind, um dem Hype zu frönen und Geld daraus zu ziehen. Denn das meiste geht auch kostengünstiger und weniger umweltschädlicher mit einer einfachen Datenbank und einem Accountsystem. Hast du News oder Tools, über die ich berichten soll? Oder entwickelst du selbst gerade ein Spiel und willst es hier präsentieren? Dann findest du alle wichtigen Infos in der Videobeschreibung. HDGDL und bis zum nächsten Mal.